Wir haben heute ein paar wieder gute Witze auf Lager. So Fahrradfurt, Skelett, Dschungel, Das da, Banane. warte, das ist ein Fussel von meinem Stuhl. Also nicht meine Scheiße, sondern. Ja, was ist das? Ja, scheiße. Hallo, liebe YouTube-Freunde! YouTube-Freunde! Heute Heute schauen schauen wir wir uns uns an, an, wie man am besten gute Witze gut erklärt. Teil 2! Jetzt. Sorry. Ich muss es nochmal machen. Ich habe was Perverses gemacht. Hallo, Hallo, liebe liebe YouTube-Freunde! YouTube-Freunde! Heute schauen wir uns an, wie man lustige Witze gut erklärt. So, dass sie auch jeder versteht. Teil Zwei. 2. Cool. Also, hallo liebe YouTube-Freunde, wir sind wieder mal da, um Witze zu erzählen. Wir haben heute wieder einige sehr lustige, gute auf Lager. Ja, wir haben uns da ein paar Notizen gemacht, dass wir auch ja nicht die besten vergessen, weil es wäre ja blöd, wenn wir dann einen, der eigentlich urgut ist, den wir dann nicht in der Show präsentieren. Und Los. los. Also, es gibt zwei Leute, die sind so ein bisschen befreundet, aber ich glaube nicht so gut, aber ein bisschen befreundet. Das ist der Leon und der Steffen. 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 Genau. Und der Leon hat ein neues Fahrrad. Und der Steffen wird es gern ausprobieren, das Fahrrad. Und sagt so: Ja, komm, borg mir dein Fahrrad, ich würde gerne eine Runde fahren. Und wie hat der erste geheißen? Leon. Der Leon sagt, ja, okay, ich box dir halt kurz, aber komm gleich wieder, weil es ist neu und ich mag nicht, dass das so lang der andere drauf Ja, sitzt. verständlich. Würde Urvoll. ich auch nicht unbedingt Und wollen. dann fährt der Steffen eine Runde um den Häuserblock und der Leon glaubt, er kommt schon wieder zurück, aber dann biegt er ab und ist einfach weg und er kommt nicht wieder und Wie? er wartet so eine halbe Stunde. Was heißt er? Er ist einfach weggefahren mit dem Fahrrad. Also urgemein. Urgemein. Und dann geht der Steffen mal zur Polizei und will ihn anzeigen. Oder Horrortraum. Voll. Und geht zu Polizisten und sagt: Entschuldigen Sie, ich habe einen fahren lassen und der ist nicht mehr zurückkommen. Das war's, ist schon fertig. Das ist lustig. Also, das war schon ein lustiger Witz. Also es ist lustig, weil. Weil es ist ja eine. Die lustigsten Witze werden ja erst lustig, weil man sie dann erklärt und dann der Sinn daraus sich erst so ergibt. Ja, auch, aber der Witz ist auch lustig, weil er sagt, ich habe einen fahren lassen und das ist eigentlich, sagt man auch, wenn man gefurzt hat. Genau. Und Fürze kommen meistens nicht wieder zurück. Also eigentlich nie. Ich habe es noch nicht erlebt. Die kommen halt nicht Aber zurück. es kann schon passieren. Also wenn, dann. Es kann eigentlich nicht passieren. Aber jedenfalls ist das extremst absurd. Und vor allem, weil die Polizisten ja meistens so urstreng sind und so, was wollen sie von Voll. uns? Und dann sagt man, ich habe einen fahren lassen, so vom Polizisten. Die meisten Polizisten haben auch beruflich nichts mit Fürzen zu tun. Deswegen ist es halt. Ja, aber furzen sich ja uroft mit dem Donut und Kaffee, das ist so die Furz-Kombi. Eh voll, aber es. Die furzen sich Ja. ja so unpackbar viel. Aber mit den Kunden, also die Stimmt, die Leute, die halt zur Kunden. Polizei gehen, also die Stimmt. Kunden von der Polizei, Die ist. die sagen halt meistens nichts mit Fürzen. Deswegen ist es halt Da. urabsurd. Stimmt. Ja. Also, um die Kategorien von letztens wieder aufzugreifen. Dieser erste Witz fällt in die Kategorie Absurd Absurdwitz. Witz. Genau. Absurd Witz, eine gute Kategorie. Genau. Das war der erste Witz. Das ist jetzt eh schon verständlich, warum es lustig ist. Genau. Soll ich einen erzählen Ja, oder erzähl magst du du zwei einen. in der Reihenfolge? Nein, ich, nein. Okay. Erzähl du jetzt den mit dem Dschungel. Den weiß ich auswendig, da brauche ich gar Okay, nicht cool. so schummeln. Also,
es gehen zwei Freunde im Dschungel spazieren, weil sie so einen, ja, im Dschungel macht man keinen Ausflug, aber sie haben so eine Reise gemacht, so eine Weltreise. Und Julian Martino, was? beginnt es so oder jetzt? Ah ja, nochmal zurück. Zwei Freunde machen eine Weltreise und sind beim Dschungel, wo sie schon urlang hin wollten. Und dann beim Eingang treffen sie schon so eine Notfallstation, wo der Notfallarzt ihnen sagt: Ja, passt auf, es gibt da schon gefährliche Tiere, aber im Notfall bin ich hier. Ja, und die zwei denken sich: Ja, Trottel. Und gehen einfach rein in den Dschungel und gehen so und gehen so. Und sagen wir, wie das hier heißen, Leon und Steffen. Das sind, glaube ich, so ziemlich klassische Namen. Und der Steffen geht so vor und plötzlich, au! Fuck, was ist Ja, passiert? und der Leon so, hey, fuck, was ist passiert? Und der Steffen so, oh, ich weiß nicht, schau! Und der Leon sieht so, dass einfach eine fette Schlange in den Penis vom Steffen gebissen hat. Und der Steffen ist schon so, fällt irgendwie am Boden, ist schon so halb bewusstlos. Und der Leon weiß nicht, was er machen soll, schaut so und ist so, fuck, fuck, fuck. Und dann hat er den Geistesblitz am Anfang des Dschungels, war ja diese Notfallstation. Und dann denkt er sich, okay, ich muss da zurück und lauft, lauft, lauft so schnell er kann. Und kommt zu dieser Notfallstation und stürmt rein und sagt: Herr Notfallarzt, Herr Notfallarzt, Sie müssen verstehen, wir hatten einen Unfall. Entschuldige, ich habe schon an das Ende vom Witz gedacht. Wir hatten einen Notfall. Und der Notfallarzt so: Ja, ich meine, ich bin Notfallarzt, was ist passiert? Und der Leon so: eine Schlange hat in den Penis von meinem Freund gebissen. Und der Notfallarzt, ja, da kann man nichts machen, außer, Leon so, außer was? Na, außer das Gift aussaugen. Und der Leon so, wie aussaugen? Ja, sie müssen das Gift aus dem Penis aussaugen. Und der Leon so, okay, egal. Und rennt wieder aus der Notfallstation zurück in den Dschungel. So, fuck, fuck, fuck. Bis er den Steffen am Boden liegen sieht und ist so, fuck, fuck, die Schlange ist in der Zwischenzeit schon abgehauen. Es ist halt nur noch so der Penis und der Leon, der halt Holy weiß, fuck! okay, muss das jetzt aussagen. Und er legt halt los. Und was sagt der Steffen dann? Ist er wieder gesund? Nein. Aber eh schon tot wahrscheinlich. Ja, voll, war schon tot. Oh shit! Es ist eigentlich wieder so eine Art von Witz, die man in die Kategorie absurd Das ist einfach Peniswitz. Peniswitz. Genau, wir haben einen neuen Witz, der passt ganz gut zu dem, weil es gibt ein Skelett, der Steffen. Also es ist einfach schon ein volles Skelett, also komplett verrottet, so keine Muskeln mehr, nur noch Knochen einfach. Und das Skelett ist halt trotzdem noch irgendwie lebendig und kann halt Sachen machen, auch wenn es jetzt nicht so logisch ist, aber das ist immer auch ein bisschen so beim Witz drinnen, dass Sachen halt vielleicht auch manchmal nicht so logisch sind. Deswegen ist Das es ja auch lustig. muss man echt jetzt nochmal dazu sagen. Bei den klassischen Witzen ist nicht immer alles so logisch, wie so die Ja. Wissenschaftler das immer wollen. Voll, es Das ist so, ist. manchmal ist es halt so, Ja. ja? Das ist halt so, Ja. ja. Voll. Genauso wie bei diesem Skelett. Also es ist jetzt, es kann sich halt einfach bewegen und macht halt auch noch normale Sachen und zahlt Miete und geht in ein Lokal auch manchmal. Und diesen Abend, wo dieser Witz stattfindet, geht das Skelett auch in ein Lokal. Und was bestellt es dort? Ein Bier und ein Fetzen zum Aufwischen. Verstehst? Ja. Also der Ja. Witz ist lustig, weil. Weil das Bier geht ja durch das Skelett
Ja, genau. Es ist halt nicht, also weil halt das ganze Fleisch fehlt, dass halt das Bier Das Bier im, geht so vom Skelett runter und das Skelett hat halt den Fetzen dann genau. gleich zum Aufwischen. Und es ist halt auch wieder ein voll lustiger, absurder Gedanke und dass es halt trinkt und dann läuft es gleich rund und ist so urbefriedigt und dann so, oh, ja, und dann aufwischen. Das ist ja auch nett. Aber eigentlich wäre es viel besser gewesen, wenn das Skelett einfach 2 Gläser bestellt hätte, weißt du? Dann hätte es gleich das so. Ja, das stimmt. Das stimmt, voll. Also ich habe darüber eh auch schon mal nachgedacht. Oder er bindet sich einfach so ein Sackerl in den Brustkorb rein und das ist gleich wieder ausfahren. Ja. Ja, oder so ein irgendwie so ein Plastikbehälter mit so einem Verschluss auch noch. Dann kann er es auch direkt wieder einschenken. Und dadurch, dass es ja kein Fleisch berührt, ist es ja auch nicht grindig oder so. Okay, das heißt, man müsste den Witz eigentlich dann so erzählen. So, ein Skelett geht in die Bar, fragt den Kellner, haben Sie ein Bier für mich und so ein Sackerl mit Verschluss? Was haben wir noch so auf Lager? Da steht Banane. Genau. Habe ich jetzt die Pointe verraten? Ich glaube nicht. Banane ist in nur sehr wenigen Witzen die Pointe. Da hatten wir letztes Mal schon ja. die sogenannten Obstwitze. Ah ja, genau. Also wir haben drüber geredet. Fruchtwitze. Farbwitze. Farbwitze, genau. Aber Farbwitze sind auch oft verbunden mit Fruchtwitzen. Ja, ist klar. Ja. Gelb ist zum Beispiel die Farbe von einer Banane. Genau. Das könnte man halt jetzt sagen. Kann man auch beliebig tauschen, die Farbe halt, während man es erzählt. Grüne Banane also. Trinkt Limonade. Also wir hatten jetzt schon Fruchtwitze, Witz, Farbwitz, genau. Irgendwas mit A, Absurditätswitz. Genau, und Missverständniswitz. Missverständniswitz, Peniswitz. Ist das Gegenteil von Peniswitz Blondinenwitz? Ja? Wahrscheinlich schon. Okay. Fällt dem Blondinen ein Peniswitz ein? Oder ein Bananenwitz, genau. Ah ja. Fällt dem genau, ja. Ein Bananenwitz fällt uns ein. Also, ein... Ja doch, ich kann es so kombinieren. Jetzt so voll spontan kann ich es kombinieren, dass okay. es ein Blondinen-Penis-Bananenwitz ist. Oh mein Gott. Fruchtwitz. Das wird jetzt, glaube ich, so ein Meilenstein. Ja. Voll. Okay, also los. Es ist an einem Bahnhof. Und eine Blondine mit Penis steigt in einen Zug ein und sieht dort einen Mann sitzen. Und der Zug fährt dann los und die Blondine mit Penis setzt sich neben den Mann und der Mann hat eine große Tasche. Und in der Tasche sind so viele Bananen drin. Das ist urspannend. Ja. Aber gelbe Bananen, normale gelbe Bananen. Und er packt sie aus und schält sie und salzt sie, weil er hat einen Salzstreuer auch einstecken. Und salzt sie. Und dann macht er so. Und haut aus dem Fenster raus. Urextrem, oder? What? Und voll. Und die Blondine mit Penis denkt sich. Was habe ich gerade? Okay, er hat wahrscheinlich irgendeinen Fehler gemacht und jetzt, keine Ahnung. Und dann nimmt er noch eine Banane raus und schält sie und salzt sie wieder und haut sie aus dem Fenster raus. Und das macht er noch 2-mal und dann nochmal und die Blondine mit Penis denkt sich, ich muss jetzt irgendwas sagen, weil ich kann da nicht zuschauen, wie er da so voll die Ressourcen verschwendet und also. Das sollte man nämlich nicht. Ja. Voll. Und sagst du, entschuldigen Sie. Ich soll das sagen. Nein. Also. Ich spreche beide. Ah ja. Und die Blondine sagt, entschuldigen Sie, warum salzen Sie die Bananen und hauen sie dann aus dem Fenster raus? Und der Mann sagt, naja, essen Sie gesalzene Bananen? Nein. Nein. Die Antwort ist nein. Nein. Nein.
Du hast das so gut kombiniert. Danke. Das war, eigentlich waren es sogar vier. Penis, Blondine, Farb, Ja, obwohl es eine normale Farbe war, aber Obst trotzdem. und Gewürzwitz. Stimmt. Boah. Gewürzwitz. Da fällt mir auch einer ein. Ja? Zu Gewürzwitz. Okay. Es wäre auch cool, Okay. wenn du es irgendwie mit Gott kombinieren könntest, weil wir hatten letztens keinen Gottwitz in unserer letzten Witze-Sendung. Ja. Ich habe auch ein bisschen Schiss vor Gott. Aber ich Noch erzähle. immer? Ja. Okay. Aber ich erzähle es einfach. Ich glaube, das wird ihn eher freuen. Sicher. Okay. Gehen zwei Nonnen zu Jesus und fragen ihn: Ey, hast du ein Gewürz für uns? Sagt der Jesus: Ja, klar, ich habe Salz. Salz von was? Na, von den Tränen. Der Gläubiger. Ist eigentlich recht gut, ja? Ja, das war auch ziemlich gut kombiniert, weil es Gott, Gewürz. Tränen. Ja. Na. Jetzt haben wir noch einen Witz, das ist so ein urpointierter Dialog. Ja. Und der Fact, das ist, könnte dann eine neue Kategorie eröffnen, müssen wir mal schauen. Ja? Also. Los. Ich kann urgut eine quietschende Tür aufmachen. Zumachen. Es ist nur lustig mit Zumachen. Ich kann ur. Okay. Los. Ich kann urgut eine quietschende Tür zumachen. Egal, Sie haben den Job. Das ist wieder mal witzig, weil. Weil das also so eine Vorstellungsgesprächssituation ist, aber Und da ist man immer nervös. Also ja. es ist immer so, man sieht sich aus den Augen des Gegenübers, jede Bewegung wird analysiert, man will eigentlich nur das Richtige tun. Genau, und Und mit seinen besonderen Fähigkeiten halt punkten. Also genau. das, ich kann halt urgut so eine quietschende Tür nachmachen. Zumachen. Zumachen. Egal, Sie haben den Job. Was steht am Grabstein von einem Mathematiker? Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, haha, weil er halt rechnet mit Mathe. Ich finde den nicht so lustig. Ich sehe lustig, aber halt Ja, das jetzt. ist halt so pseudo-intellektuell. Das ist Ja. so, ah, ich kenne mich in allen Bereichen urgut aus. Ich weiß, dass man in Mathematik geht es halt um Rechnen. Ja, und Und als wenn es nicht schon gereicht multipliziert, hätte, dass er in der multipliziert. Schule die ganze Zeit rechnet, muss er es auch noch auf den Grabstein schreiben, aber okay. Und multiplizieren. Ja. Genau. Dann auch noch ein kurzer Knackiger. Warum gehen Wespen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Sind. Und das ist wirklich, wirklich gut erklärt, weil Insekten sind ja auch die Tierspezies. Also Wespen und Käfer und so sind Insekten, also mit Flügeln, so Tierchen, die heißen Insekten. Und wenn man das Wort aber trennt in und Sekten, dann ist es, sie gehen in eine Sekte, Eine Sekte. so wie Scientology oder so, weißt du, was ich meine? Was gibt's für Sekten, Voll der Sekten? gute Wortwitz. Insekten. Ja. Hey, wie geht der andere Peniswitz? Das Kondom ist geplatzt. In wem? Ernst, musst
so sagen. Nochmal. Ja. Das Kondom ist geplatzt. For real? Im Ernst? Nein, im Detlef. Das ist wieder einer von der Kategorie Missverständniswitz. Voll, weil man denkt, dass es zuerst das Kondom im Ernst geplatzt ist. Aber eigentlich ist es im Detlef geplatzt. Ja. Na gut. Ja, das war wieder eine aufschlussreiche, gute Witzesendung, würde ich sagen, mit vielen neuen Witzekategorien. Also wir wiederholen nochmal, Gewürzwitze, immer gut. Peniswitz. Ja, ein Kombi mit Gott, sicher auch witzig, aber gefährlich. Ich kann es das nächste Mal erzählen, wenn dir ein guter Einfall dich erzählst. Oder natürlich ist ihr oder euch fällt was Gutes ein, dann könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Voll, genau. Und Fruchtwitze. Und am besten sind immer Frucht, Farb- und Gewürzwitze. Gewürze. Ja. Okay. Tschüss.